Einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Grüß Gott Ihnen allen, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier in Präsenz im Ehrensaal des Deutschen Museums und bei Ihnen zu Hause im Internet im Livestream. Ich heiße Michael Zachmeier, bin Studienleiter der Katholischen Akademie in Bayern. Die Akademie ist seit vielen Jahren, genau genommen seit über 15 Jahren, Kooperationspartner, zweimal im Jahr in dieser wunderbaren Reihe Wissenschaft für jedermann. Und wir sind dem Deutschen Museum, den Verantwortlichen des Deutschen Museums und allen voran Rainer Mehlmann sehr, sehr dankbar, dass wir als Akademie hier nach wie vor präsent sein können. Für die Zuschauer im Internet, Informationen zur Katholischen Akademie in Bayern finden Sie unter www.kat-akademie-bayern.de. Ich wiederhole, www.kat-akademie-bayern.de. Und für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Präsenz hier draußen vor der Tür auf den Tischen liegen Informationsmaterialien der Akademie, darunter auch unsere Zeitschrift zur Debatte, die empfehle ich Ihnen wärmstens. Darin dokumentieren wir diese Veranstaltungen, die wir hier und woanders in der Akademie in Schwabing durchführen. Und auch diese Veranstaltung wird in der Zeitschrift dokumentiert, das nur schon so viel. Sie alle, meine Damen und Herren, kennen es. Hausfassaden, die nicht schmutzig werden, Klebebänder, die sich ohne Rückstände ablösen lassen. Tolle Erfindungen unserer Zeit. Unserer Zeit tatsächlich. Die Vorbilder dafür gibt es schon seit langem. Wo? Draußen vor der Tür, in der Natur. Dort liegen sie offen vor unseren Augen. Nur hat lange Zeit niemand richtig hingeschaut. Erst seit es die Bionik gibt, machen wir uns die besten Erfindungen der Natur systematisch zunutze. Und der Begriff Bionik ist ein Kunstwort und setzt sich zusammen aus den Wörtern Biologie und Technik. Bionik greift Prinzipien der Natur auf und nutzt sie als Vorbild und Anregung für Ideen für die Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Problemlösungen. Natur macht es vor, der Mensch, in diesem Fall Wissenschaftler und Techniker, machen es nach. Ein spannendes Forschungsfeld mit enormem Potenzial für die vielen Anforderungen der Zukunft. Der Abend verspricht also, interessant zu werden. Und dafür haben wir eine der führenden Forscherinnen im Bereich Bionik gewinnen können, Frau Professorin Dr. Ille C. Gebeshuber. Sie ist mit ihren beiden Assistentinnen Anna Friedbacher und Ines Waczynska aus Wien angereist. Herzlich willkommen. Und vor allem auch besten Dank, dass Sie unter diesen Bedingungen, unter den Corona-Bedingungen, den Weg von Wien nach München auf sich genommen haben. Ihre nähere Vorstellung übernimmt dann gleich der Moderator des heutigen Abends, Professor Dr. Markus Vogt. Auch Ihnen, auch dir, lieber Markus Vogt, ein herzliches Grüß Gott und schon jetzt vielen Dank, dass du uns durch den Abend führen wirst. Vielleicht ganz kurz zu seiner Person. Professor Vogt ist seit 2007 Professor für christliche Sozialethik an der LMU. Zu seinen Arbeits- und Forschungsschwerpunkten zählen Wohlstandschancen und neue Armut, Fortschritt und Risiko in technischen Entwicklungen, Freiheit und ihre Gefährdung in pluralen Gesellschaften, die Fragen der Gerechtigkeit, des Klimawandels und der Nachhaltigkeit. Bitte, lieber Markus Vogt, du hast das Wort.
Dankeschön. Sehr geehrte Frau Professorin Gebeshuber, lieber Rainer Mellmann, lieber Michael Zachmeier, sehr geehrte Damen und Herren. Bionik ist ein neuer Typ wissenschaftlicher Forschung, der die Natur nicht primär als Warenlager für menschliche Produkte betrachtet, sondern vor allem als Anregung für die Entdeckung neuer Weisen zu denken. Sie will die Erfolgsgeheimnisse der Natur in der Organisation des Lebens entdecken und biomimetisch nachahmen. In 3,5 Milliarden Jahren Evolutionsgeschichte sind so viele geniale Anpassungen entstanden, dass die Natur zu einer nahezu unerschöpflichen Schatzkiste, manchmal überraschend einfacher und robuster Lösungen für komplexe Probleme geworden ist. Frau Professorin Gebeshuber, die ich hiermit ganz herzlich begrüße, leitet aus dieser Schatzkiste der Natur disruptive Innovationen ab. Also Innovationen, die nicht bekannte Modelle von Technik ein wenig schneller und effizienter machen, sondern die ganz neue, vorher ungeahnte Lösungen anstreben. Es geht darum, jenseits der ausgetretenen Pfade bekannter Denkmuster radikal neue Verfahren, Prozesse, Materialien und Organisationsformen zu entwickeln. Ein bekanntes Beispiel für eine solche der Natur abgeschaute Innovation ist der Klettverschluss. Das ist ein bekanntes Beispiel für die Bionik. So wie die Kletten mit kleinen Widerhaken arbeiten, kann man auch Kleidungsstücke verbinden und sich mühsames Schnüren sparen. Man kann Konstruktionen wie Brücken oder Fenster aus natürlichen Materialien wachsen lassen. Kamele dienen als Vorbild, um aus Atemluft Wasser zurückzugewinnen. Frau Gebeshuber will mit ihrem Ansatz der Bionik aber viel mehr als einzelne materialtechnische Lösungen. Sie will grundsätzlich neue Formen des Verhältnisses zwischen Mensch und Natur initiieren. Weniger Ressourcen, Abfall, Energieintensiv, mit weniger Schadstoffen, langlebiger, generationenverträglich, kurz nachhaltig. Es geht nicht nur um bessere Materialtechnik, sondern auch, wenn ich einen Begriff dafür aus meiner eigenen Forschung vorschlagen darf, um eine Art soziale Bionik. Zumindest kann man, glaube ich, den Ansatz in diese Richtung weiterdenken. Diese lauscht der Natur auch auf der Ebene der Organisation des Zusammenwirkens einige ihrer Erfolgsgeheimnisse ab. Zentral ist dafür das höchst komplexe Zusammenwirken von Konkurrenz und Kooperation. Es war ein großes Missverständnis der Evolution, das in den politischen Schlussfolgerungen des 20. Jahrhunderts überschattet hat und dessen Nachwirkungen bis heute spürbar sind, dass man die Höherentwicklung in der Natur allein als Folge von zufälligen Mutationen und Selektionen verstanden hat. In der Natur gibt es aber nicht nur Konkurrenz, sondern ebenso Kooperation. Denn nur wer kooperiert, gewinnt. Im differenzierenden Ausbalancieren von Konkurrenz und Kooperation besser von der Natur zu lernen, ist heute einer der wichtigsten Lernprozesse ökosozialer Bionik. Materialien, Strukturen und Prozesse sind die drei Felder, auf denen Bionik entfaltet werden kann. Nachhaltigkeit braucht auf allen drei Feldern disruptive Innovationen durch neue Denkweisen, materialtechnisch, organisationsbezogen und vor allem ganzheitlich als Denkmethode, so wie Frau Gebeshuber dies in höchst origineller Weise vertritt. Als Theologe freut mich ganz besonders, dass Sie auch den Glauben als Inspirationsquelle einbeziehen. Der Bauplan der Natur, den sie in unberührter Form in den Urwäldern Malaysias erfahren konnte, ist für sie derart faszinierend, dass man darin nur das Wunder der Schöpfung und einen göttlichen Willen entdecken könne. Auf Fragen nach dem Warum und dem Sinn der Existenz gebe die Physik keine Antwort. Da diese sich aber unweigerlich stellen, steht Naturwissenschaft und Glaube für Frau Gebeshuber nicht in einem Konkurrenz-, sondern in einem Ergänzungsverhältnis. Die religiöse Fähigkeit, staunen zu können, motiviert zur Forschung, sowie die Forschung ihrerseits zu staunen motiviert. Es sei jedoch nötig, immer wieder der grellen und oft lauten Welt der Technik zu entfliehen und sich Zeit zu nehmen für Stille, für ehrfürchtiges Staunen. Frau Gebeshuber waren dafür 7 Jahre im Umfeld der Urwälder Malaysias prägend. Ihr bekanntestes Buch, Wo die Maschinen wachsen, wie Lösungen aus dem Dschungel unser Leben verändern werden, 2016 berichtet von diesen Erfahrungen. In dem zweiten Bestseller, Eine kurze Geschichte der Zukunft, wie wir sie weiterschreiben, 2020 entfaltet auf der Basis dieser Erfahrung die Vision, einer neuen Art Wissenschaft zu treiben.
Ein ganzheitliches Konzept von Bionik, Biomimetik, Nanotechnologie als Geschichte der Zukunft. Eine geistige Reise, auf der sie ihre Leser und Zuhörer mitnehmen will, bei der das Verstehen von Zusammenhängen wichtiger ist als Information. Darauf sind wir schon sehr gespannt. Aber nun kurz zu Daten der Person. Frau Professor Gebitzhuber, geboren 1969 in der Steiermark, Studium der Physik an der TU in Wien. Doktoratsstudium in den technischen Wissenschaften, eben da zum Thema Stochastic and Deterministic Influences on the Peripheral Coding of Auditory Signals. Dann verschiedene Tätigkeiten als Postdoc zunächst und dann als Assistenzprofessorin zu den Gebieten Raster-Sondenmethoden, Biomedical Engineering und Nanotechnologie an der TU Wien und in Kanada. Habilitation 2008 in der Experimentalphysik zum Thema Nanoscience of Surfaces und 2009 bis 2015 dann in Malaysia als Forschungsprofessorin. Sie haben eben schon erzählt, wie überraschend das war, ein Geschenk, zunächst sehr schwierig mit Apparaten, die nicht funktioniert haben, und dann sind sie in den Urwald gegangen und haben dort die Entdeckungen gemacht, von denen sie jetzt auch wissenschaftlich profitieren, diese Beobachtungen der Natur, des Urwaldes in die Wissenschaft eintragen als Innovation. 2016 wieder zurück an der TU Wien als Professorin am Institut für angewandte Physik. 2017 wurden Sie als Österreicherin des Jahres in der Kategorie Forschung gewählt. Forschungsschwerpunkte sind schon klar, also kurz Bionik und Nanotechnologie. Sie haben zwei Studentinnen mitgebracht. Anna Friedbacher studiert Elektrotechnik und Informationstechnik an der TU Wien. Die Umwelttechnik soll den Schwerpunkt ihrer zukünftigen Forschung sein. Abseits der Technik interessiert sie sich für darstellende Künste. Und Ines Warzinska studiert Technische Physik an der TU Wien und wegen ihres Berufs als angehende Steuerberaterin auch an der WU Wien Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, also sehr interdisziplinär. Ihre Bachelorarbeit befasst sich unter anderem mit Oberflächen, beispielsweise von Viren, um einheitliche physikalische Merkmale herauszufinden. Wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag und die Flankierung durch Ihre Studentinnen. Ja, danke schön, Herr Professor Vogt. Danke schön an Sie alle. Ich freue mich, dass ich hier in diesem wunderschönen Saal Ihnen ein bisschen was über Bionik erzählen darf. Die Ines wird mit Fragen uns durch den Abend geleiten und die Anna wird ein paar Geschenke austeilen. Die liegen da, wenn wir dann dazu kommen, und ich werde auch erklären, was es ist. Ich habe auch Bücher mitgebracht. Falls ich Ihnen was reinschreiben soll, können wir das gern danach machen. Ich setze mich jetzt einmal hin. Schauen wir mal, ob man mich sieht, wenn ich sitze. Passt das? Ja, gut. Dann schalte ich mal mein iPad ein. So, und jetzt sehe ich dasselbe wie Sie. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, also es geht um Bionik für bessere Technologien. Und ich übergebe an die Ines. Ja, Elle, wir haben jetzt so viel über Bionik erfahren, aber was genau meint man mit Bionik für bessere Technologien? Wie können wir aus der Bionik lernen, um bessere Technologien zu entwickeln? Danke. Diesen Vortrag möchte ich dem Herrn Theo Schmidt widmen. Ich habe da auch ein Foto von ihm. Er ist ein Schuldirektor, der jetzt am 17. Jänner verstorben ist, der Vater einer guten Freundin von mir ist. Und dieser Herr Theo Schmidt hat mein erstes Buch gelesen und hat sich ein Lesezeichen gemacht und hat eben, wie die Ines gerade sagt, als erstes Bionik herausgeschrieben. Und ich möchte Ihnen jetzt ein bisschen was über die Bionik erzählen, aber bevor wir da ein bisschen in die Tiefe gehen, möchte ich Ihnen dieses meiner Meinung nach wunderschöne Zitat vom Herrn Tupolev zeigen, der sagt:
Bei der Produktion jeder einzelnen ihrer Kreaturen vermengt die belebte Natur die Harmonie der Schönheit und die Harmonie der Zweckmäßigkeit und formt daraus eine einzigartige Form, die aus der Sicht eines Ingenieurs, einer Ingenieurin perfekt ist. Und das ist eben so ein Zitat, das für mich sehr schön meinen Zugang zu diesem Fachgebiet umreißt und umschreibt. Egal, ob wir uns jetzt eine Mandarine anschauen oder eine Nautilusschale oder einen Schmetterling, es ist wunderschön und auch in Kombination mit dem ingenieursmäßigen Auge, mit dem man diese Organismen anschauen kann, sehr zweckmäßig und eine Inspiration für Ingenieure, für Ingenieurinnen. Wie der Herr Professor Vogt schon gesagt hat, in der Bionik, die auch Biomimetik genannt wird, schaut man hinaus in die Welt. Man schaut sich an die Menschen, die Tiere, die Pflanzen, die Organismen, die Systeme von Lebewesen. Und für mich repräsentiert dieses Foto, das ich damals in Borneo im Regenwald gemacht habe, das war ein hoher Regenwaldbaum. Und da ist dieser kleine Gecko gesessen, den sehen Sie da. Und er schaut raus in die Welt und sieht diese ganzen bunten Punkte, diese möglichen Inspirationen für Umsetzung von Funktionalitäten in Organismen oder in Systemen von Organismen in die Technik. Eine andere Art Bionik zu beschreiben, hat das Center for Biomimetics in Reading, gefällt mir auch sehr gut, die Abstraktion von gutem Design in der belebten Natur. Und gutes Design sehen wir überall. Der Herr Professor Vogt hat schon angesprochen, den Klettverschluss. Vielleicht kennen Sie die Geschichte vom Klettverschluss. Für die von Ihnen, die es nicht kennen, fasse ich es kurz zusammen. Der Herr Georges de Mestral, ein Schweizer Ingenieur, ist mit seinem Hund spazieren gegangen. Und jedes Mal war im Fell vom Hund waren diese Klettensamen drinnen. Und es ist ihm eben massiv auf die Nerven gegangen und er hat die rausgefitzelt. Und irgendwann einmal hat er sich's unter dem Mikroskop angeschaut und der Rest ist Geschichte. Er hat den Klettverschluss erfunden, der eben so funktioniert, dass wir so offene Teile haben. Und so Loops, Velcro, Velour und Croquet, also für Samt und für Schwammerl. Und die haften dann aneinander. Und das Faszinierende, warum die aneinander haften, ist jetzt nicht durch die Chemie dieser Loops bedingt und durch die Chemie dieser offenen Strukturen hier, sondern rein durch die Struktur selbst. Das heißt, man kann diesen Klettverschluss aus Klettenmaterial machen, als Pflanzenmaterial, aber genauso gut aus Plastik oder aus anderem Material. Und da sind wir schon bei einem sehr wichtigen Aspekt von der Bionik. Sehr oft geht es um Struktur viel eher als um ausgefeilte, schwierige chemische Verbindungen. Da werden wir aber im Rahmen des Abends noch ein bisschen näher hinkommen. Was auch schon angesprochen worden ist in der Einleitung vom Herrn Professor Vogt, ist die Nachhaltigkeit, die wir natürlich von der belebten Natur lernen können. Ich sage damit nicht, dass alles in der Natur nachhaltig ist. Es gibt auch viele unnachhaltige Prozesse. Aber ich denke, wenn wir von der Natur lernen und mit unserer Intelligenz gemeinsam von diesen inspirierenden Organismen oder Systemen von Organismen dann Technologien entwickeln und auf Nachhaltigkeit schauen, sind wir sehr, sehr weit und können wir wirklich eben ganz andere neue Zugänge realisieren. Und Albert Einstein hat einen schönen Satz gesagt, er hat gesagt, wir können Probleme nicht mit derselben Art des Denkens lösen, die verwendet worden ist bei der Generierung der Probleme. Und Probleme haben wir jetzt ja genug. Wir haben den Klimawandel, wir sind mitten in einem Massenaussterben der Arten. Wir haben jetzt auch noch Corona dazu bekommen. Und viele dieser Probleme haben wir durch unsere Art und Weise, Dinge zu tun, generiert. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir diese Probleme lösen. Müssen das wir nicht, wir sollten schauen, dass wir diese Probleme lösen. Und da können wir eben ganz andere Arten des Denkens lernen, indem wir
mit offenen und neugierigen Augen in die belebte Natur schauen. Ja, du hast jetzt von der belebten Natur gesprochen, aber in welchem, jetzt steht da auf dem Zettel Mikro- und Nanobereiche, wieso ist denn genau dieser Bereich so essentiell für die Bionik? Ja, also die Bionik als sogenanntes Fachgebiet gibt es ja eigentlich schon lang. Sie kennen wahrscheinlich die Zeichnungen von Leonardo da Vinci, als er versucht hat, vom Vogelflug eben fliegende Maschinen zu entwickeln. 1920, als der Herr Raoul Francais einen Streuer entwickelt hat und patentieren hat lassen, inspiriert von der Mondkapsel. Das sind noch alles eher Formkopien, Formmimikry. Aber durch das große Wachsen der Mikrotechnologie und der Nanotechnologie, ein Mikrometer ist ein Millionstel Meter, also ein Tausendstel Millimeter, und ein Nanometer ist ein Tausendstel Mikrometer, also ein Millionstel Millimeter. Also das sind wir im ganz, ganz Kleinen. Und wir haben jetzt seit Neuem, seit ein paar Jahrzehnten, eben Untersuchungsgeräte, mit denen wir in dieser kleinen Skala uns zum Beispiel Biomoleküle anschauen. Ich mache jetzt diese Bewegung mit der Hand, weil manche Biomoleküle sich was nehmen und woanders hin transportieren. Und diese Bewegungen von Biomolekülen zum Beispiel können wir uns jetzt in Aktion mit wunderbaren Mikroskopen anschauen. Und je genauer wir reinschauen, je genauer unsere Untersuchungsmethoden sind, desto für mich schöner wird diese Welt der Biologie und desto größer wird meine Neugierde und auch mein Staunen und desto mehr kann man von diesen kleinsten Dingen lernen. Also wir haben zum Beispiel bei uns in den Muskeln kleine Nanomaschinen, die dahin gehen und die Schrittweite ist 8 Nanometer, also 8 Millionstel Meter. Und ich finde das alles wunderbar und sehr inspirierend und sehr schön. Und jetzt hast du so viel erzählt über, was man alles sehen kann, aber wie kann man sich denn die Messung zum Beispiel mit dem Rasterkraftmikroskop jetzt vorstellen? Also wie funktioniert das, dass man diese ganz, ganz kleinen Dinge sehen kann? Wenn man optische Mikroskope verwendet, hat man immer ein maximales Auflösungsvermögen. Das heißt, zwei Punkte nebeneinander, die ich gerade noch als zwei Punkte identifizieren kann, dürfen nicht ganz, 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 ganz nahe sein, weil ich eben aufgrund physikalischer Gesetzmäßigkeiten, beugungsbegrenzte Optik und so, ein gewisses Auflösungsvermögen habe, das ungefähr im Bereich von ein paar hundert Nanometer ist. Wenn ich mit Elektronen arbeite, das ist ungefähr die Hälfte der verwendeten Lichtwellenlänge. Wenn ich mit Elektronen arbeite, komme ich ein bisschen weiter runter. Und in den 80er Jahren ist dann ganz was Großartiges passiert, und zwar es ist diese neue Art der Mikroskope in die Welt gekommen, die nicht mit einem Elektronenstrahl die Dinge sich ansieht, beziehungsweise mit Licht durch Linsen, sondern man arbeitet mechanisch. Man arbeitet mechanisch, ich zeige Ihnen, wie das funktioniert. Man hat da unten eine Probe, da hat man eine weiche Spitze, also eine weiche Achse mit einer spitzen Spitze drauf, und auf diese spitze Spitze wird ein Licht geleitet von einem Laser, wird reflektiert. Und wenn sich jetzt die Spitze da unten ganz ein bisschen bewegt, hat man durch diese optische Vergrößerung eine große Bewegung des Lichtzeigers auf der Fotodiode. Das heißt, ich kann kleinste mechanische Bewegungen mit meiner mechanischen Spitze relativ einfach messen und darstellen. Und Sie können sich jetzt wahrscheinlich vorstellen, mit dieser Spitze kann ich jetzt auch, wenn diese Mandarine ein Atom ist, kann ich, da müsste die Spitze natürlich größer sein, weil die besteht ja auch aus Atomen, also Sie stellen sich da jetzt eine dicke Spitze vor, kann ich Atome auch verschieben und anordnen. Das heißt, ich kann mechanisch mit meinen Untersuchungsmolekülen zum Beispiel in Interaktion treten. Eine der Moleküle, die wir uns angeschaut haben,
Ich habe gerade mit dem Herrn Professor Vogt gesprochen, kurz vor der Veranstaltung heute. Es gibt so Moleküle, die heißen Chaperones, Anstandsdame. Und was diese Moleküle machen ist, sie stellen sicher, dass missgefaltete Proteine wieder richtig gefaltet werden. Missgefaltete Proteine kommen rein in diese 9 Nanometer großen kübelartigen Strukturen, die stretchen dann diese Moleküle, diese Proteine wieder, sodass sie in der Urform sind, also einfach eine lange Reihe von Aminosäuren. Und dann geht es wieder zusammen und die Eiweiße sollen sich richtig auffalten und machen dann im Körper das, was sie tun sollen. Und diese Chaperone in Aktion haben wir uns zum Beispiel in Santa Barbara erstmals mit dieser Rasterkraftmikroskopie-Methode angeschaut, auf Einzelmolekülebene. Also das ist einfach sehr, sehr schön. Was kann man davon lernen? Man kann davon lernen, wie man zum Beispiel jetzt Pharmazeutika verbessert, also in der Pharmaindustrie, wie man sicherstellt, dass eben, wenn es da Probleme gibt im Körper, dass das verbessert wird, wie die Zeitkonstanten sich verändern und so weiter. Also die Mediziner haben dann auf dieser Arbeit, die wir als Physiker, Physikerinnen begonnen haben, aufgesetzt und weiter geforscht. Und jetzt hat der Herr dann noch geschrieben, 3 Kieselalgenarten. Warum genau 3 Kieselalgen? Es gibt so viele Arten an Kieselalgen. Wieso denn genau 3? Ich zeige Ihnen zuerst einmal ein paar Bilder von Kieselalgen. Und zwar, das sind 4 verschiedene Arten. Es gibt zehntausende Arten. Sie kennen vielleicht das wunderbare Buch vom Herrn Heckel, in dem er seine Zeichnungen drinnen hat über Radiolarien, über Kieselalgen, über viele andere Mikroorganismen und auch größere Organismen. Kieselalgen heißen Kieselalgen, weil sie sich eben eine Hülle aus hydratisiertem Kieselgur, aus Siliziumdioxid basteln. Die sind ganz, ganz klein, die sind ein paar Mikrometer groß. Also dieser Skalierungsbalken hier ist 10 Mikrometer, hier auch 10, hier 20. Hier 10. Und das sind diese Wunderwesen, ein viereckiges, ein rundes, ein wie ein Schiffchen geformtes. Und diese Kieselalgen interessieren uns, die Leute in Santa Barbara, besonders, weil sie Glas herstellen können. Hydratisiertes Siliziumdioxid ist für die Glasherstellung sehr wichtig. Und wenn die Menschen Glas herstellen, braucht man hohe Temperaturen, braucht man Materialien, die aus verschiedensten Orten zusammengebracht werden. Wenn die Kieselalge Glas herstellt, macht die das im kalten Wasser mit den lokal verfügbaren Ressourcen in wunderschöner funktionaler Struktur. Also wenn man da reinzoomt, sehen Sie da diese hexagonalen Strukturen, die wie Bienenwaben ausschauen. Und wenn man noch genauer reinschaut, findet man oft in den Löchern noch Unterlöcher. Und es ist einfach absolut faszinierend und wunderschön. Und meine Aufgabe in Kalifornien damals als Postdoc war eben, mit dem Rasterkraftmikroskop Kieselalgen anzuschauen, um festzustellen oder dazu beizutragen zum Verständnis, wie wird Glas hergestellt von den Kieselalgen. Und die Leute dort hatten schon seit vielen Jahren versucht, diese Kieselalgen mit dem Rasterkraftmikroskop anzuschauen. Das Problem ist, wenn man mit der Spitze, das ist jetzt eine Kieselalge, wenn man mit der Spitze zur Kieselalge hingefahren ist, ist die meistens weggeschwommen oder weggekrochen oder hat so schlecht geklebt, dass ich, wenn ich mit meinem mechanischen Mikroskop drüber schauen wollte, die Kieselalge sich auch bewegt hat und ich einfach keine scharfen Bilder bekommen habe. Und sie hatten schon tausende Kieselalgensorten durchprobiert, um festzustellen, welche kann man sich mit diesem mechanischen Mikroskop anschauen und sind halt kläglich gescheitert. Und ich bin dann nach Kalifornien gekommen, hatte meinen Schreibtisch, schon ein bisschen größer als der Tisch, vielleicht doppelt so groß, aber da war halt die Hälfte vom Aquarium eingenommen, wo die Kieselalgen drinnen waren, auf Glasplättchen, so Mikroskopslides, und ich hätte halt der Reihe nach durchmessen sollen. Und ich habe aber diese Tiere da nach Kalifornien reingeschummelt, die da und die da. Das sind 2
Schneckenarten, die ist ganz klein, die ist von da bis da, 1 Zentimeter. Und die ist noch kleiner, das sind 3-4 Millimeter. Ich habe die Schnecken, Unterwasserschnecken mitgehabt in Kalifornien. Und weil so wenig Platz war, habe ich die Schnecken zu den Kieselalgen ins Aquarium getan, weil ich mal gedacht habe, naja, sind beides Süßwasserlebewesen, passt schon, die werden sich schon miteinander arrangieren. Und dann war es aber so aufregend und spannend in Kalifornien, dass ich nicht dazugekommen bin oder vergessen habe, meine Schnecken zu füttern. Die haben sich aber zu helfen gewusst, die haben die ganzen Kieselalgen aufgefressen. Und an dem Tag, als ich meine ersten Untersuchungen durchführen wollte, habe ich das Mikroskopie-Slide aus dem Aquarium genommen und habe begonnen zu messen. Es war alles leer. Also es war keine einzige Kieselalge oben. Beim zweiten Slide war da ganz links oben, habe ich eine gesehen unter dem optischen Mikroskop. Das dritte war wieder leer. Und am vierten waren 2 Kieselalgen. Und ich habe mir gedacht, naja, jetzt ist meine wissenschaftliche Karriere vorbei, bevor sie eigentlich überhaupt begonnen hat, weil meine Schnecken alle Algen aufgefressen haben. Und ich wollte schon meinen Ranzen packen und Kalifornien verlassen. Aber dann habe ich mir gedacht, die Schnecken mit ihrer Raspelzunge, die da diese Kieselalgen gefressen haben, ja, die haben alle Kieselalgen weggefressen, die nicht ganz, 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 ganz gut festkleben. Und die, die ganz, ganz gut festkleben, haben die Raspelzunge meiner Schnecke überlebt, wenn die Schnecke da drüber kriecht. Das ist jetzt eine Kieselalge mit einem guten Kleber. Also die mit schlechten Klebern werden aufgefressen, die mit gutem Kleber bleiben, weil sie von der Zunge nicht weggefressen werden. Und die waren dann natürlich mit dem Rasterkraftmikroskop wunderbar und schön und perfekt zum Anschauen. Und das waren eben 3 verschiedene Kieselalgensorten aus Zehntausenden Kieselalgen, die in diesem Aquarium drinnen waren, die diesen wunderbaren Kleber haben. Und wir hatten damals in dieser Nacht die ersten Bilder von lebenden Kieselalgen unter dem Rasterkraftmikroskop. Und ich habe dann auch ein paar Wochen später mir den Kleber unter dieser Alge angeschaut, mit dem sie da festklebt, weil der ja ganz stark ist, ein starker Unterwasserkleber, was uns Menschen auch noch fehlt. Und da bin ich drauf gekommen, dass er auch noch selbst heilend ist. Also wenn man versucht, ein Klebstoffmolekül, da schießt man das weg und dann ist da Klebstoff, dann fahre ich da mit der Spitze hin, dann schaue ich, dass ich ein Molekül nehme und dann ziehe ich das in die Höhe und das reagiert dann, bis irgendwann einmal zerreißt. Aber wenn ich nicht hochziehe, bis es zerreißt und ich gehe einen Kaffee trinken, so bin ich nämlich draufgekommen, dann wird die Spitze auf einmal wieder nach unten gezogen, weil sich die Untereinheiten im Klebstoffmolekül wieder rearrangieren. Das heißt, ich habe auch dann mit der Hilfe der Unterwasserschnecken einen selbstheilenden Unterwasserkleber gefunden, einen biologischen. Und dann haben in Santa Barbara natürlich die Chemiker und Chemikerinnen inspiriert davon begonnen, Kleber zu entwickeln für technische Unterwasseranwendungen. Weil bis dahin hat es keine starken Unterwasserkleber gegeben, die sind alle chemisch desintegriert und das, wenn man es draußen zusammengeklebt hat, ist es unten trotzdem auseinandergebrochen. Und mit Hilfe der Schnecken hat es eben dann einen Hinweis gegeben, wie man derartige Unterwasserkleber anders und vielleicht besser gestalten kann. Das heißt, du hast immer schon sehr mit der Natur gelebt und daraus gelernt, wie auch auf deiner Reise. Und auf deinem Buchcover sieht man einen wunderschönen Moosfarn. Hast du den zufällig gewählt oder warum hast genau ihn gewählt? Also ich zeige Ihnen diesen Moosfarn jetzt auch hier in groß. Ich möchte Mr. Fuzisat danken dafür, dass er mir das Foto geschickt hat. Das ist eine Regenwaldpflanze, die im tiefsten Regenwald wächst, also wo wirklich nur 0,1% der Lichtintensität von außen ist. Und wenn man da durch den Dschungel geht, schaut das aus, als ob die Pflanze von selbst leuchtet. Das ist einfach unheimlich schön. Und es ist ein kleines Pflanzerl, also was man da sieht, ist vielleicht 5 cm groß. Und wenn man die in die Hand nimmt und bewegt, dann verändert sich die Farbe von blau zu grün und wieder zurück zu blau. Und ich war dann einfach völlig verzaubert, dass es farbwechselnde Pflanzen gibt und habe begonnen,
mich mit dieser Art und Weise, Farben entstehen zu lassen, die entkoppelt ist von der Chemie, sondern die auf physikalischen Strukturen basiert, ein bisschen konzentriert. Ich zeige Ihnen eine der berühmtesten Strukturfarben, eine Seifenblase. Also die Farben bei der Seifenblase kommen durch einen dünnen Film zustande, durch reine physikalische Phänomene, Reflexion, Transmission, Interferenz von den gestreuten Wellen. Und es gibt eben verschiedenste Möglichkeiten, Farben herzustellen, entweder durch Pigmente oder durch dünne Schichten oder durch intelligent strukturierte Christbaumartige Strukturen, wie wir es zum Beispiel auch da bei diesem wunderschönen Schmetterling haben. Morphoschmetterling heißt er. Ich möchte die Anna bitten, dass sie da ein bisschen durchgeht. Vielleicht, wenn die Herrschaften, die am Rand sind, wenn sie am Handy, oder du schaltest am Handy bitte, hast du dein Handy mit? Wenn die Herrschaften am Rand vielleicht Handylicht einschalten und ein bisschen drauf leuchten, es ist nämlich die Farbe von diesem Schmetterling unheimlich schön und lichtstrahlabhängig. Und immer wenn man einen winkelabhängigen Farbeffekt hat, oder wir machen es ein bisschen heller, ja, wenn man einen winkelabhängigen Farbeffekt hat, ist das eben ein Hinweis darauf, dass diese Farben nicht durch Pigmente entstehen, sondern durch kleinste Strukturen, die mit dem Licht spielen. Und die Größe dieser Strukturen ist wieder auf der Größe von der Lichtwellenlänge, also ein paar hundert Nanometer. Das heißt, bei diesem Morphoschmetterling zum Beispiel haben wir so christbaumartige Strukturen, die ganz, 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 ganz klein sind. Und ich habe da eine Dissertantin gehabt, die hat auf der Akademie für Bildende Künste studiert in Wien und die hat sogar geschafft, diese christbaumartigen Strukturen vom Morphoschmetterling abzunehmen mit einer Masse, die zuerst pastös ist und dann aushärtet, und die hat sie drüber geschmiert auf diese Morphoschmetterlingsstrukturen, hat sozusagen einen negativen Abdruck bekommen und hat das dann reingedrückt in Wachs oder in Schokolade oder in andere Materialien und hat durch die Übertragung der Struktur auch diesen Farbeffekt übertragen. Und der Morpho hat ja nicht nur diese wunderschöne blaue Farbe, die Sie sehen, sondern wenn man einen Honigtropfen drauf tut oder einen Wassertropfen drauf tut, dann rinnt der ja ab und nimmt sogar den ganzen Schmutz mit, der am Schmetterlingsflügel drauf ist. Das heißt, durch ihr Abstempeln hat sie nicht nur die Funktionalität der Farbe übertragen, sondern auch diese ganzen weiteren Funktionalitäten, die eben in höheren, ja, auf der Mikrometerskala vertreten sind in diesem Schmetterlingsflügel. Und da kann man jetzt natürlich sich viele interessante Anwendungen überlegen in Richtung Fassadenstrukturierung, in Richtung Fensterstrukturierung, dass man dünne Schichten aufbringt, die man nicht sieht als Mensch, aber der Regen perlt ab oder der Schmutz geht dann mit dem Regen mit, oder die Strukturen sind so klein, dass wir Menschen sie nicht sehen, aber die Vögel sehen das von diesen Strukturen reflektierte Licht. Das ist in einem Wellenlängenbereich, den wir Menschen nicht sehen, aber die Vögel schon. Und die fliegen dann eben nicht gegen die Fenster. Und viele, viele weitere Möglichkeiten, die in diesen strukturbasierten Farben drinnen sind, wo das Material der Struktur bei Weitem nicht so wichtig ist wie die Struktur an sich. Also an manche Dinge muss man natürlich denken, Brechungsindex, Dicke und so weiter und so fort. Aber generell kann man in vielen möglichen Materialien eben dieselbe Funktionalität übertragen. Und diese Pflanze, wo hast du die dann zum ersten Mal gesehen? Die habe ich tief im Dschungel von Malaysia gesehen und war überhaupt nicht wegzubringen. Also ich glaube, ich habe mich eine halbe Stunde mit der gespielt und ich habe dann sogar ein kleines Stückchen mitgenommen, aber diese dünne Schicht, die eben für die Farbe verantwortlich ist, wie bei der Seifenblase, je nachdem wie dick die Schicht ist, ist die Farbe, diese dünne Schicht ist dann, weil ich es abgerissen habe, ausgetrocknet
Und dann war die Farbe nur mehr für Bienen und Tiere, die im Ultravioletten sehen, blau. Für mich war das dann nur mehr ein grünes Stück. Aber wenn man es dann wieder ins Wasser reintut, dann hydratisiert es wieder und wird wieder blau. Es ist einfach unheimlich schön. Als nächsten Punkt hat der Herr dann auch noch aufgeschrieben, Sonnenblumen ernten. Was ganz besonders, weil was genau will man bei einer Sonnenblume denn ernten? Was bringt uns das denn? Vor allem hat er auch geschrieben, Metallgewinnung. Wie hängt das zusammen? Die Kieselalgen habe ich ja schon durch meinen Biologielehrer kennengelernt, da war ich so ungefähr 17, das war in der 7. Klasse. Ich bin neusprachliches Gymnasium gegangen und da war ich schon völlig verzaubert, dass es Pflanzen gibt, die sich eben ein Haus aus Glas bauen können. Und ein ähnliches Schlüsselerlebnis war, als ich dann mich beschäftigt habe mit Ackerschachtelhalm. Ich habe mich immer gefragt, warum sagen die Leute, man muss Hirse und Ackerschachtelhalm essen für Schönheit der Haare und der Haut, weil die eben auch derartige Phytolithe bauen, also Pflanzensteine und wo wichtige Mikronährstoffe drinnen sind, die für Haut und Haar wichtig sind. Und ich habe dann begonnen, mich ein bisschen damit zu beschäftigen, wie Pflanzen Steine herstellen, dass eben nicht nur Siliziumdioxid, sondern alle möglichen anderen Verbindungen hergestellt werden. Und irgendwann bin ich über die Sonnenblume gestolpert und da ist gestanden, die kann man verwenden, um Kupfer und Cadmium aus dem Boden zu holen. Wenn also jetzt die Sonnenblume, wo wächst, wo der Boden Cadmium belastet ist, Cadmium ist ein giftiges Schwermetall, zieht sie dieses Cadmium aus dem Boden raus. Der Boden darf natürlich nicht allzu sehr mit Cadmium belastet sein, aber in einem gewissen Bereich, reinigt den Boden von diesem giftigen Schwermetall, lagert das Cadmium in ihre Blütenblätter ein. Ich zeige Ihnen da noch eine schöne gelbe Sonnenblume. Lagert das Cadmium in ihre Blütenblätter ein, also wenn Sie Sonnenblumenblütenblätter essen, die wo wachsen, wo der Boden Cadmium belastet ist, dann schmeckt das so abstoßend metallisch. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum das, oder einer der Gründe, es ist ja meistens multifunktional, warum die Sonnenblumen das einlagern. Allerdings in den Fettsamen da drinnen wird kein Cadmium eingelagert. Also die haben wirklich nur da draußen. Und diese Tatsache, dass Sonnenblumen Cadmium akkumulieren können und Kupfer akkumulieren können, hat mich dann dazu gebracht, mich mit diesem ganzen Forschungsgebiet des Phytominings zu beschäftigen. Es gibt zum Beispiel eine Pflanze, das ist der indische Senf, den kann man dazu verwenden, Gold aus der Umgebung zu akkumulieren. Ein Freund von mir, Professor Anderson aus Neuseeland, kauft sich die Abraumhalden in Neuseeland und lässt dort indischen Senf wachsen und gewinnt mit Hilfe dieser Pflanzen feinst verteiltes Gold aus diesem Abraumhalden. Also pro Hektar und ja, doch Gold im Wert von 5000 Euro. Und jetzt kann man natürlich nicht nur Gold damit gewinnen, sondern es gibt alle möglichen anderen Metalle, ich mache es Ihnen ein bisschen größer, Nickel und Kobalt und Kupfer und Zink und Cadmium, Gold, Mangan, Blei, Thallium, also Metalle, für die es sogenannte Akkumulatoren in der Pflanzenwelt gibt, also Pflanzen, die die Metalle aus dem Boden holen, in ihre Blütenblätter, in ihre Wurzeln, in ihre Blätter einlagern und manche Pflanzen in so hoher Konzentration diese Metalle, dass sie Hyperakkumulatoren sind. Das heißt, dass sie eine Menge an Metallen rausholen, die es wirklich industriell
interessant machen, dass man die Pflanze dann am Ende ihres Lebens verbrennt und aus der Asche die Metalle rausholt. Also zum Beispiel für Nickel, das ja nicht ganz so teuer ist, braucht man 1000 Milligramm Nickel im getrockneten Pflanzenmaterial pro Kilogramm Pflanzenmaterial, dass diese Pflanze Hyperakkumulator heißt. Für Gold, das ja ein bisschen teurer ist, braucht man nur 1 Milligramm pro Kilogramm getrockneter Pflanzen. Und da habe ich Ihnen die Record Holder hingeschrieben. Das ist von einer Publikation, da unten steht die Publikation. Es ist Open Access, können Sie sich vom Internet runterladen. Also zum Beispiel diese Schaumkresse hier macht 13,4 Gramm Nickel pro Kilogramm trockenen Pflanzenmaterials. Oder da haben wir die Sonnenblume, die ist auch einer der Recordholder eben für Kupfer. Und jetzt gibt es auch Pflanzen und Algen und Bakterien, die seltene Erden aus dem Boden rausholen können, die vielleicht, und da sind eben einige Gruppen am Arbeiten, wenn wir unseren Elektronikschrott, derzeit verwenden wir das iPad noch und den Beamer, aber normalerweise Elektronikschrott wird sehr selten wiederverwertet, aber vielleicht können wir von diesen Pflanzen lernen, wenn man das fein vermalt, dass sie eben selektiv diese wirklich sehr benötigten Ressourcen aus der Erde, aus dem Elektronikschrott rausholen und wir sie weiterhin verwenden können, wofür wir sie halt verwenden wollen. Es hat mehrere Vorteile. Wir sind von Staaten eher unabhängig, von denen wir derzeit sehr abhängig sind in Bezug auf Ressourcen, die wir brauchen für Batterien, für Elektronikautos und so weiter und so fort, mit den ganzen verbundenen politischen Schwierigkeiten. Wir würden mit lokalen Materialien arbeiten können, wir könnten das im Rahmen einer Kreislaufwirtschaft realisieren. Und man kann da in viele Richtungen weiterdenken. Generell denke ich mal, wir werden in Zukunft wegkommen von diesen vielen Metallen, weil viele der Funktionalitäten, die wir derzeit durch Metalle realisieren, ob das jetzt Türklinken sind oder da beim Luster die Halter der Glühbirnen, kann man auch durch andere Materialien realisieren, die intelligent strukturiert sind. Und über Strukturen können wir natürlich auch von der belebten Natur viel lernen. Ja, also deswegen glaube ich, hat er rausgeschrieben, sie können Metalle ernten. Er hat dann auch noch weitere dazu geschrieben, Blei, Kobalt, Nickel, Kupfer. Was er noch dazu geschrieben hat, der Herr Schmidt, ist 1 Gramm Gold, 400 US-Dollar. Wenn Sie den Goldpreis im Kopf haben, der ist derzeit bei ungefähr 50 Euro pro Gramm. Allerdings in manchen Fällen in der Medizin oder auch in der Technik brauchen wir metallische Nanopartikel, die eine ganz bestimmte Größe haben oder eine ganz bestimmte Form haben und wo die Variation in der Größe, die Bandbreite der Variation nicht sehr stark ist. Und manche Pflanzen, und das haben wir auch in dieser Publikation behandelt, stellen eben Nanopartikel her. Also zur Erinnerung, 1 Nanometer, 1 Millionstel Millimeter, die immer gleich groß sind, die immer gleich geformt sind. Und auf der Universität in Yale gibt es eben ein großes Forschungsprojekt, das versucht zu verstehen, wie machen das die Pflanzen, dass sie diese Nanopartikel in genau immer reproduzierbarer Größe herstellen. Das wäre zum Beispiel für Krebsbehandlung, wo man derartige Nanopartikel braucht und für weitere andere Anwendungen von höchstem Interesse. Und 1 Gramm Gold, das nanostrukturiert ist, kostet eben, oder hat damals, als ich das Buch geschrieben habe, 2016, 400 US-Dollar gekostet. Und ich glaube, er hat dann auch geschrieben, der Herr Schmidt, 3 Tonnen Kraut getrocknet, 9 Kilogramm Cadmium, weil das einfach ein Beispiel ist, das ihn absolut fasziniert hat. Und weil wir jetzt auch bei Strukturen waren, hat er als letzten Punkt Farben erwähnt. Welche Farben sind denn damit gemeint? Ja, ich habe ja schon ganz kurz über Farben vom blauen Farn gesprochen. Ich möchte Ihnen da auch noch einen schönen Schmetterling herzeigen, den ich mit ganz vielen chinesischen Freunden im Regenwald von Malaysia gesehen habe. Das ist der sogenannte Roger Brooks Birdwing.
Dieser Schmetterling bringt mich auch auf das Geschenk, das ich Ihnen mitgebracht habe. Anna, ich würde dich bitten, dass du das austeilst, weil ich jetzt gerade an meine chinesischen Freunde gedacht habe. Ich habe für jeden von Ihnen, der es haben möchte, ein Stück chinesisches Tempelgeld mitgebracht. Wir hatten ja gerade chinesisch Neujahr, deswegen ist auch einer der Gründe, warum ich die Mandarine mitgenommen habe. Orange und Gold, Farben wieder innen. Oder gelb oder rot ist eben für Leute in China und in Malaysia haben wir ungefähr 30% Chinesen, es ist ja ein Vielvölkerstaat, ein Zeichen für Glück, für Freude, für langes Leben, für Prosperität. Und auf diesem Tempelgeld, das kaufen sie in großen Bündeln und bringen es in den Tempel, verbrennen es und freuen sich halt auf eine schöne Zukunft durch diesen Glücksbringer. Und man sieht da oben die alten chinesischen Münzen, die so strahlen, die waren aus Gold. Da unten sieht man die Juwelenkäfer. Ich habe Ihnen auch ein paar Rosenkäfer mitgebracht. Sie können dann daherkommen und sich die anschauen. Die haben Sie vielleicht im Garten, das sind die, die zwischen Rot und Grün wechseln. Die haben eben auch diese Strukturfarben. Da haben wir eine Ananas, die ist auch schön goldgelb. Da haben wir die drei Weisen für langes Leben und für Weisheit und für Prosperität. Und da steht auf Chinesisch, das muss ich Ihnen jetzt vorlesen, das hat mir meine Nachbarin damals in Kuala Lumpur übersetzt, viele glänzende Dinge an dir, ist das, was oben steht. Da steht, Gold und Jade kommen ins Haus. Unten steht, Friede für deine gesamte Familie. Und da steht, viel Geld kommt ins Haus. Also das realisiert dieses Konzept der Chinesen, wo eben Reichtum und Freude und Glück und Gesundheit in diesem Konzept der Prosperität miteinander verbunden sind. Und mit chinesischen Freunden von der Malaysian Nature Society habe ich eben dann auch das erste Mal diesen Raja Brooks Birdwing gesehen, diesen Schmetterling. Raja heißt Sultan oder König. Brook war der Name dieses Herrn, der damals auf Borneo König war. Und Birdwing heißt dieser Schmetterling, weil er so groß ist, wenn er fliegt, dass man denkt, die Vögel fliegen bei einem vorbei. Und das Faszinierende an diesem blauen Farn, wie auch an diesem Raja Brooks Birdwing ist, dass diese Farben, diese wunderschönen grünen Farben, die Sie da sehen, Strukturfarben sind. Das heißt, wenn ich die Schmetterlingsschuppen nehme und zermahle, erhalte ich einen Haufen farblosen Staubs, weil das Grundmaterial, die Körperfarbe ist irrelevant. Es ist durch die Struktur christbaumartig beim Morpho, bei ihm schaut es ein bisschen anders aus, aber immer diese dünnen Schichten, die intelligent angeordnet sind, entsteht eben diese spezielle Farbe. Und wenn man sich diesen Schmetterling nimmt und ihn mit einer hellen Lampe beleuchtet und den Winkel verändert, dann sieht man auch, dass die Farben, dieses Grün bleibt nicht grün. Also wenn der Winkel ganz klein wird, dann wird das lila und rot und rosa und alle Farben des Regenbogens und sehr, sehr schön. Was können wir lernen von derartigen Strukturfarben? Eine weitere Kategorie, wo wir derartige Strukturen haben, sind Silbertannen, Silberfichten oder was habe ich da noch? Oder Pflaumen. Die erscheinen weiß, weil das sind kleinste Wachskristalle, die das Licht in alle Richtungen streuen, so wie die Wassertropfen in den Wolken. Und derselbe Grund, warum die Wolken uns weiß erscheinen, erscheinen eben auch diese Wachskristalle auf den Pflaumen oder auf den Silbertannen uns weiß. Und was können wir davon lernen für die Technik? Wir können diese Wachskristalle so klein machen, dass wir Menschen sie nicht sehen, wenn wir zum Beispiel eben die Fenster beschichten, aber sehr wohl, und deswegen habe ich Ihnen die Kohlmeise hingetan, sehr wohl sehen Vögel das reflektierte Licht. Und da gibt es ein Forschungsprojekt von zwei Biologinnen an der Universität für Leoben. Die haben eine Umfrage gemacht, wie viel wird man bereit sein zu investieren,
dass nicht so viele Vögel am Vogelschlag sterben, weil sie eben bei Wintergärten dagegen fliegen oder wenn wir ein schönes Eckbüro haben, gegen das Fenster fliegen. Und die Leute haben gesagt, ja, 20 Cent ist mir das schon wert pro Fenster putzen. Und die haben eben basierend auf dieser Abschätzung ein Mittel entwickelt, um eben den Vogelschlag zu minimieren. Es sind ja doch in Europa 240.000 Vögel pro Tag, die am Vogelschlag sterben. Also das ist nur ein kleines Beispiel, wo ich Ihnen zeigen möchte, wenn man sich da mit Neugierde, mit Freuden, mit Staunen Dinge anschaut, wie diese Silbertanne, vielleicht mit guten Mikroskopen, mit einem Physik-Background, dass man dann in Richtungen kommen kann, die manchmal einen selbst überraschen können. Weil letztes Jahr zum Beispiel hat mich Indien gebeten, einen Vortrag zu halten über wachsbasierte Pestizide. Es gibt nämlich Pflanzen oder viele Pflanzen, die Wachskristalle, epikutikuläre Wachskristalle auf ihrer Oberfläche haben. Und ein Freund von mir, der ist angewandter Mathematiker in Cardiff, der Professor Fjodor Borodic, der hat berechnet, dass die Bruchcharakteristik von diesen Pflanzenkristallen genau kompatibel sind mit den Schadinsekten, die am liebsten die jeweilige Pflanze aufessen wollen. Und dass sie deswegen nicht so gern auf der jeweiligen Pflanze landen. Das heißt, auf der Kartoffelpflanze gibt es Strukturen, dass der Kartoffelkäfer sich unwohl fühlt. Auf der Pflaume gibt es Strukturen, dass die Tiere, die die Pflaume fressen wollen, sich unwohl fühlen. Und alle anderen Tiere und Pflanzen, Tiere können darauf landen und Kinder können ohne Probleme diese Pflaumen essen. Das heißt, das könnte uns dazu bringen, Pestizide zu entwickeln. Oder Pestizid ist falsch, weil Zid heißt ja immer, man ermordet, also Insect Repellents, Vertreiber, zu entwickeln, die unsere Nutzpflanzen schützen, aber nicht mit den ganzen Nachteilen konventioneller Pestizide, dass die Bienen sterben, dass Schmetterlinge sterben, dass wir uns selbst vergiften, wenn wir es essen, sondern dass man wirklich artenspezifisch eben die Dinge entwickelt. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch, Ilde. Gibt es noch etwas, das du uns mitteilen möchtest, was dir vielleicht am Herzen liegt und ganz wichtig ist in der Bionik selber, warum du das überhaupt machen möchtest oder machst und schon so lange und auch uns Studenten immer wieder hilfst, andere Wege zu finden als die normalen Wege von der Natur, von der belebten Natur? Ja, ich möchte Ihnen einfach mein Lieblingsbild zeigen, das auch bei der Einladung zu meiner Hochzeit vorne drauf war, weil ich es so wunderschön finde, weil es schaut aus wie ein Himmelbett. Das ist eine dieser Algen, eine glasmachende Alge, die für mich genau das verkörpert, dieses Zitat vom Herrn Tupolev, das ich Ihnen am Anfang gezeigt habe. Diese Verbindung von Schönheit und Funktionalität. Diese Alge hat vor 45 Millionen Jahren gelebt, hat Verbindungsstrukturen, wenn man sich die da vergrößert anschaut, das ist da. Dieser Balken ist 20 Mikrometer, der Durchmesser eines Haares ist 100 Mikrometer. Ja? Also zwei dieser Algen nebeneinander sind die Breite eines Haares. Man hat da Verbindungsstrukturen von oben und unten, man hat da Dämpfer, man hat da Verstärkungsrippen, man hat da eine mechanisch stabile Struktur. Und in der kleinsten Alge ist ein ganzes Universum drinnen und kann man schon so viel lernen. Und es ist so wie ein Baum, der wächst und wächst und wächst, je näher man hinschaut. Und es ist diese Verbindung von wunderschön und funktional und inspirierend und so, dass es uns auch dazu bringt, unsere Technologien besser zu machen. Essbare Pestizide, verwertbarer Elektronikschrott, Unabhängigkeit von Materiallieferungen von Ländern mit sonderbarer Politik, aber wir brauchen halt die Dinge, die sie verkaufen. Wenn wir sie fein verteilt aus unserer Gartenerde rausholen können, wären diese Abhängigkeiten schon weniger. Und ich möchte am Ende diese letzte Folie zeigen
und Ihnen das kurz, also ich glaube, das ist eine schöne Zusammenfassung. Wir brauchen ein Mehr an Fantasie und Kreativität, wenn wir diesen wachsenden Problemen, den wir derzeit gegenüberstehen, erfolgreich entgegentreten wollen. Und ich denke halt einfach, die belebte Natur ist hier ein unerschöpflicher Lehrmeister, und in Kombination mit unserer eigenen Intelligenz bin ich optimistisch, dass das schön weitergehen wird. Ja. Und damit möchte ich Ihnen danken mit einem schönen Bild, das wir heute in der Früh vor dem Schloss gemacht haben. Und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Sie haben es gehört an dem Beifall. Ich denke, viele waren fasziniert von dem Vortrag, von den vielen sehr anschaulichen Beispielen der Kreativität, wie Sie es am Schluss nochmal zusammengefasst haben, von den Strukturfarben, von dem Phytomining, wo wir übrigens in dieser Reihe auch schon mal einen eigenen Abend gestaltet hatten mit dem Phytomining und eben was Sie sonst an vielen Beispielen entfaltet haben, den Kieselalgen und dem Kleben. Eigentlich irgendwie fand ich spannend, wie Sie geschildert haben, dass eigentlich aus Missgeschicken, erst haben die Schnecken alles aufgefressen oder in Malaysia haben die Apparate nicht funktioniert, dann sind sie in den Urwald gegangen. Also offensichtlich haben sie die Fähigkeiten, aus Missgeschicken dann auch was Gutes zu machen. Meine erste Frage bezieht sich auf vielleicht so die gesellschaftliche Dimension. Wie schätzen Sie das ein? Ist das jetzt eine Spielwiese für ein paar Bioniker, die es gibt, die dazu forschen? Was müsste geschehen, dass da eine Dynamik entsteht, die wirklich in der Gesellschaft was ändert? Mhm. Dass man quasi, Sie haben am Schluss auch das gemeint mit den Pestiziden. Wir haben ja das Riesenproblem, dass viele meinen, wir können nicht darauf verzichten. Eigentlich liegen die Lösungen ja da, aber was müsste geschehen, dass das aufskaliert wird auf einen Maßstab, der tatsächlich die Gesellschaft verändern kann? Ja, also ich glaube, im Moment gibt es sehr viel Dynamik. Also Fraunhofer hat gerade das Buch publiziert über die Biologisierung der Technik. Das ist jetzt ein wichtiger Trend, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Wir haben die Möglichkeit, wirklich jetzt im Bereich der Moleküle und im Bereich der grundlegenden Funktionalitäten unsere biologischen inspirierenden Organismen zu verstehen und das in die Technik zu transferieren. Das heißt, wir sind schon relativ weit. Was es braucht, ist natürlich politischer Wille, in der Richtung was zu tun, Information, breite Information und natürlich auch die Möglichkeit, als Bioniker, als Bionikerin zu arbeiten. Also es gibt verschiedenste, in Deutschland gibt es verschiedenste Firmen, die aktiv Bionik machen und Bionik herzeigen und aufs Tablett bringen. Und ich denke, diese ganzen kleinen Pflänzchen, die da überall wachsen, werden zusammenarbeiten. Und dieses Feld der Bionik, diesem Feld den Wert verleihen, den es verdient. Wir haben ja auch schon gesprochen, es ist natürlich sehr schwer, in der heutigen Wissenschaftswelt Bioniker, Bionikerin zu sein, weil dieses Gebiet halt doch sehr, sehr breit ist. Ja? Und heutzutage wird in den meisten Fällen gefördert, wenn man hochspezialisiert ist. Das heißt, dieser Zugang, die Biologie zu verstehen, die Technik zu verstehen, die Probleme zu kennen, zu wissen, wie man von der Biologie abstrahiert und in die Technik transferiert, braucht dann vielleicht auch andere Fördersysteme und Anreizsysteme, damit eben Leute, die Bionik machen, auf den Universitäten, in den Forschungsinstituten so forschen können, dass es dann auch gesellschaftlich relevant ist und dass sie sich nicht wieder im ganz, ganz Kleinen verlieren. Mhm. Vielleicht da auch direkt anknüpfend, in Ihrem jüngsten Buch gehen Sie auch ein bisschen auf die Wissenschaftstheorie ein. Sie fordern, dass wir mehr Raum brauchen für transdisziplinäres Forschen, eben das genaue Hinschauen, die Ruhe zu haben, nicht im Grunde diesem Beschleunigungsprozess ausgesetzt zu sein. Sie haben auch mal formuliert quasi das Dilemma zwischen zu viel Wissen
im Einzelnen, das uns dann quasi erdrückt, dass wir die Zusammenhänge durchdringen doch, wir müssen konkret sein. Mhm. Wie würden Sie das nochmal formulieren? Was ist Ihr Wunsch, wie sich die Wissenschafts- und Forschungskultur ändert, um der Bionik mehr Raum zu geben? Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir wirklich lernen, mit dieser Unmenge an abrufbarem Wissen, die ja allen von uns zur Verfügung steht, umzugehen. Dass wir intelligent die Dinge verknüpfen, dass wir Wissen generieren, dass wir es herleiten können, dass wir einen Baum des Verstehens aufbauen anstelle eines Wissens, das man sowieso überall nachlesen kann. Weil ich glaube, dass durch das Verstehen eine zusätzliche Dimension in die Welt reinkommt. Es gibt zum Beispiel viele entkoppelte Publikationen über verschiedenste Funktionalitäten, die wir in der Natur sehen, zum Beispiel in der Biologie. Ja. Wenn dann jemand kommt mit einem physikalischen Problem und die von ganz anderer Seite beleuchtet und liest und versteht diese Publikationen, kann auf einmal ganz was Neues entstehen. Wie zum Beispiel ein Krankheitsdetektor für Hepatitis auf Papierbasis. Also man kann Papier so strukturieren und funktionalisieren, wenn man dann einen Tropfen Blut drauf tut und den wegwäscht, dass die durch Antigen-Antikörper-Interaktionen diese Schichten dicker werden. Dadurch, dass sie dicker werden, diese Papierschichten, ändern sie die Farbe. Und dadurch kann man sagen, okay, dieser Mensch hat Hepatitis und das kostet ein paar Cent, ist papierbasiert, ist recycelbar, kompostierbar und kann man in jedem Land der Welt verwenden. Also dieses über die Fachgrenzen drüber springen funktioniert nur, wenn man wirklich ein grundlegendes Verständnis hat. Und da sage ich halt meinen Studentinnen und Studenten immer, tut es nicht zu früh googeln, versucht zu schauen, was wir zum Beispiel unheimlich gern gemacht haben in Costa Rica ist, wir haben uns ungiftige, hoffentlich, Regenwaldsamen und so genommen und haben die an Leute weitergegeben, die eine Augenbinde, ein Blindfold drauf gehabt haben. Und die haben dann dieses Ding angegriffen und haben versucht, die Funktionalität festzustellen. Was macht das? Wofür ist das gut? Das riecht gut. Und wenn man den Sehsinn einmal ausschaltet durch diese Blindfold, dann wird man auch schon ein bisschen kreativer im Zugang und spürt, was man da alles rausholen kann. Und wenn ich mit meinen Studentinnen und Studenten und mit wissenschaftlichen Freunden auf Regenwaldexpedition gegangen bin, habe ich auch immer geschaut, dass wir wo sind, wo wir eben im Anfang kein abrufbares Wissen haben. Dass die Leute anfangen, miteinander zu reden und den Wald, man sieht es auch an den Fotos, am Anfang sind das so Überblicksfotos und dann ist das schon, die Architektin zum Beispiel sieht so kleine Iglus, wo die Mottenlarven drinnen leben und versucht davon zu lernen und redet mit den anderen und es wachsen dann Pflänzchen des Verstehens, die meiner Meinung nach nicht entstehen, wenn man zu früh weiß oder nachliest, warum das ist. Für mich gibt es ein ganz prägendes Erlebnis. Ich war Kind im Garten meiner Mama und habe mich gewundert, habe mich gefreut, wenn die Blumen geblüht haben, das war schön. Und dann sind sie verblüht und dann sind so komische Dinger entstanden und da waren dann so grüne, ich habe immer alles aufgemacht und reingeschaut, waren da so grüne Dinger drinnen und die sind dann schwarz geworden und dann ist das aufgegangen und die sind runtergefallen. Und ich war ein fünfjähriges Kind, ja, und habe dann im nächsten Jahr im Frühling auf einmal gesehen, dass da neue Pflanzen rauswachsen. Also ich bin selbst durch Schauen, durch Beobachten, durch Neugierde draufgekommen, wofür die Pflanzensamen, was die Pflanzensamen machen. Und das hat mir so ein wissenschaftliches Selbstbewusstsein verliehen, schon im Alter von ein paar Jahren, ja, dass damals schon
der Garten, der Wald, die Schmetterlinge für mich die Lehrmeister waren. Und das ist halt auch das, was ich jetzt mit meinen Studentinnen und Studenten mache, natürlich in Kombination dann mit Messen im Labor, mit Nachdenken und mit Schauen, dass wir es übertragen in die Technik. Ich habe noch eins nicht erwähnt, was mir ganz wichtig ist. Diese ganzen Tiere, die wir da untersuchen, Schmetterlinge und Käfer und Zikaden und so, die werden immer alle tot gesammelt. Also die werden nicht extra von uns gekeult, damit wir sie untersuchen. Zum Beispiel die Zikadenflügeluntersuchungen. Wenn Bakterien auf Zikadenflügeln landen, sterben sie, weil manche Zikadenflügel so fakirbettartige, nadelartige Strukturen haben und da werden die Bakterien aufgespießt. Und diese Zikadenflügel habe ich über die Facebook-Weltfrauengruppe bekommen. Das sind 10.000 deutsche Frauen, die im Ausland leben oder gelebt haben. Und da habe ich reingepostet, wer von euch wohnt, wo es eine Zikadenplage gibt und hat hunderte tote Zikaden im Garten liegen, schickt mir bitte ein paar Flügel. Und eine Frau aus Amerika hat gesagt, mein Garten ist voll mit toten Zikaden, wie viele Flügel brauchen Sie? Und da haben wir die 70 Flügel bekommen für die Studenten zum Untersuchen. Und das ist zum Beispiel so ein 3D-Druck von so einem Zikadenflügeloberfläche. X und Y sind ein paar Mikrometer, das sind 180 Nanometer. Das heißt, da ist massiv aufgeblasen in der Dimension, dass man sieht. Aber auf solchen Strukturen landen die Bakterien und sterben dann. Und das kann man dann natürlich auch übertragen auf Türklinken oder auf Klimaanlagen oder auf Fassaden in Patientenzimmern, weil eben durch diese Übertragung der Strukturen die Bakterien sterben und keine Resistenzen aufbauen können. Weil wenn ich die Bakterien mit Antibiotika behandle, dann ist das so ein Arms Race. Ja? Das Bakterium wird besser, das Antibiotikum wird besser, das Bakterium wird besser und so weiter und so weiter. Und dann habe ich multiresistente Bakterien und große Probleme. Aber mit so mechanischen Strukturen, da können sie sich eben nicht wehren. Schönes Beispiel für neue Denkweisen, die sich ja auch fordern. Ich habe noch viele Fragen auf den Lippen, aber ich würde gerne Sie einbeziehen und Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Sowohl die hier Anwesenden wie über den Chat auch können Sie Fragen eingeben, diejenigen, die digital zuschauen. Wer möchte die erste Frage stellen? Ah ja, ich sehe, wir sind dann da hinten. Ja. Mikrofon kommt. Mein Name ist Schroth. Ich habe eine Frage. Wie lange gibt es den Begriff Bionik schon, der ja wahrscheinlich aus der Botanik kommt? Und haben Sie Beispiele an der Hand, wo man dieses Wissen in der harten Technologie im Autobau oder sonst wo verwenden kann, die auch reversibel ist und nicht zu verschrotten sind. Danke. Also das Wort Bionik ist so in den 1950ern geprägt worden. Damals war es halt hauptsächlich so eine Verbindung zwischen Biologie und Electronics. Also im Englischen sagt man immer noch Bionics. Deswegen sagen wir im Deutschen eher, also im Deutschen ist es Bionik, Biologie und Technik, aber im Englischen, wenn man das generelle Feld der Bionik meint, dann sagt man Biomimetics. Und Beispiele, wo es umgesetzt ist, naja, wir haben zum Beispiel, den Klettverschluss haben wir schon angesprochen, es gibt diesen Lotus-Effekt, also der Lotus ist ja heilig für die Inder, weil er The Purity of the Sacred Lotus, hat der Herr Professor Bartlett damals sein Paper genannt, der ist nie schmutzig, weil sobald Wassertropfen draufkommen, perlen die ab und nehmen den ganzen Schmutz mit. Also davon sind Fassadenfarben inspiriert worden. Ich war damals mit Leuten aus der Flugzeugtechnik im Dschungel. Und wir haben von Spinnweben und Bienenwaben gelernt, wie man diese Gepäcksaufbewahrungen in den Fliegern so machen kann, dass diese Hart-Weich-Übergänge, dass da eben nichts
grausliche Geräusche macht und dass es trotzdem mechanisch stabil ist. Also das sind so Übergänge zwischen harten Strukturen und weichen Strukturen. Auch bei uns bei der Sehne, ja. Also die Sehne und der Muskel und der Knochen, diese Hart-Weich-Übergänge, da ist in der Biologie viel Inspirierendes vorhanden und kann in die Technik transferiert werden. In Bezug auf Strukturfarben gibt es natürlich alles Mögliche. Strukturfarbenbasierte Sensoren, es gibt Wasser. Ein Freund von mir hat eine Firma, die heißt Atophotonics, also der beschäftigt sich zum Beispiel mit luftfeuchtigkeitssensitiven Farben. Durch das Wasser werden die Strukturen dicker und die Farbe ändert sich. Er hat einen Aquatag entwickelt für Handys, wo auch durch Strukturfarben inspiriert aus der Natur sich dann die Dicke verändert, wenn das Handy ins Wasser fällt. Und man kann sagen, das war einmal im Wasser, wenn man es zur Reparatur bringt. Es gibt verschiedenste Krankheitssensoren. Es gibt die Sigi von der Universität für bildende Kunst, die hat sich in Bezug auf Malfarben damit beschäftigt, neue Ausdrucksweisen für Künstler, Künstlerinnen. Also es ist in die verschiedensten Richtungen. Es ist nur relativ selten, dass es noch dieses Tag, dieses Schildchen, bionische Erfindung trägt. Also ich glaube, wenn man da eine Suche macht in dem, was wir technisch, auch in der harten Technik derzeit verwenden, ist vieles von der Natur inspiriert, wird halt nur nicht als bionisch bezeichnet. Als bionisch bezeichnet und was generell die Leute kennen, ist der Klettverschluss, die Fassadenfarbe. Ja. Genau, aber Sie haben ja auch das Beispiel bis zurück zu Leonardo da Vinci, ja, gebracht, genau. Seine Beobachtung des Vogelflugs. Ja, ja. Aber in den 50er Jahren der Begriff. Ja. Gibt es eine weitere Frage? Ja, ja. Ja, ich denke, Moose wachsen doch überall und gibt es seit Jahrtausenden und wachsen oben in den Bergen. Die könnte man doch auch irgendwie sehr gut sich was abschauen für Luftreinigung, Straßenränder, Abgase. Was ist da so Entwicklung und Forschung? Ja, also Ich war in Costa Rica im Nebelwald und war völlig fasziniert, weil da war es ganz kalt und habe dann einen Moospolster gesehen und habe meine Hände in diesen Moospolster reingesteckt und da war es ganz warm drinnen. Es war total angenehm und schön. Und so ist mein Interesse auch an Moosen entstanden. Ich habe dann auch den Herrn Professor Grisai kennengelernt, der Moos-Spezialist ist in Österreich, mittlerweile leider verstorben ist. Und von den Moosen können wir viel in Bezug auf Umgang mit giftigen Chemikalien lernen, mit Leben in extremen Umgebungen, wie Sie sagen, wenn es sehr kalt ist oder sehr dunkel ist, verschiedenste Extremata. Und sie sind auch klein und relativ leicht zu halten. Und da ist natürlich, man braucht nicht ein riesengroßes Labor und mit einem Panzernashorn, um jetzt was Wichtiges Neues zu lernen, sondern es reicht manchmal eine kleine Kieselalge oder ein kleines Stück Moos. Also ich sage sowieso generell, wir können in jeder Pflanze stecken tausende Nobelpreise drinnen, wenn wir richtig hinschauen. Und also nicht nur Pflanzen, fast jedem oder in jedem, was lebt. Moose. Ja, mögen Sie Moose aus einem besonderen Grund? Also mich fasziniert eine Pflanze, die in allen Bedingungen, ja, in Jahrtausenden wächst, ja, ja, ohne, ja, unser menschliches Zutun. Ja. Und das halte ich für ein Vorbild. Ja, ja, ja. Kann ich Ihnen nur zustimmen. Ich finde sie auch faszinierend. Gibt es eine weitere Frage? Im Raum? Wo? Hier. Ich habe eine Frage zur Förderung Ihrer Wissenschaft. Sind Sie irgendwie privilegiert von einem Bildungsministerium oder wächst das alles aus der Lehre an den Universitäten heraus? Haben Sie
Verträge ist das falsche Wort, eine Verbindung zur Industrie, wo sie sich gegenseitig befruchten, oder sieht es da nach nichts aus? Also es ist eine Kombination aus verschiedensten Förderschienen und Förderstrategien. Wir arbeiten auch natürlich mit der Industrie zusammen, zum Beispiel jetzt gerade in Bezug auf, ich habe keinen schwarzen Schmetterling mitgebracht, leider, in Bezug auf passive Strahlungskühlung. Also da sind wir eh mit einer deutschen Firma in Kontakt. Passive Strahlungskühlung. Ich habe mich nämlich gewundert, wissen Sie, ich bin im Dschungel spazieren gegangen und da fliegen auf einmal schwarze Schmetterlinge durch die Gegend. Und man denkt sich, es ist eh so heiß und eh so feucht, es hat ja immer so 29 Grad oder noch mehr. Und dann fliegt auch noch ein schwarzer Schmetterling. Heizt sich der nicht total auf? Und dann habe ich begonnen, ein bisschen reinzulesen und die machen Strahlungskühlung, passive Strahlungskühlung. Die transferieren diese Infrarotstrahlung in niederenergetischere Strahlung, die dann durch ein atmosphärisches Fenster in den Weltraum abgestrahlt werden. Rein passiv. Und da gibt es jetzt schon Entwicklungen, Stanford University und andere Universitäten, die eben an derartigen Fassadenbeschichtungen oder Elektronikkomponentenbeschichtungen arbeiten, die passiv die Dinge runterkühlen. Wir könnten uns viele von den Klimaanlagen ersparen. Also meine Forschung wird gefördert von verschiedenen Industriebetrieben, mit denen wir so zusammenarbeiten. Wir haben jetzt auch gerade ein FFG-Produktion der Zukunft-Projekt, teilweise mit Industrie, teilweise mit wissenschaftlichen Partnern, wo es darum geht, diese Stretchfolie, wenn Sie im Supermarkt einkaufen gehen, wird in der Früh das Zeugs in den Supermarkt auf so Paletten geliefert, die von dieser Stretchfolie umwickelt sind. Und die ist im Moment erdölbasiert und wird weggeschmissen. Das wollen wir auf biobasierte, kompostierbare Folie transformieren, die intelligent strukturiert ist, so dass eben, wenn man sie zieht, sie stärker wird. Und das ist ein schönes, großes Projekt, das wir derzeit bearbeiten. Wir haben auch von der DFG was über eher die Philosophie in der Bionik mit Rostock und mit Tübingen. Viele der Forschungen sind völlig entkoppelt von äußerer finanzieller Unterstützung. Die finanziere ich durch Vorträge, wo ich ein bisschen was kriege, das dann die TU anfordert und die streut das dann an Studierende für Konferenzreisen oder für andere Sachen oder wenn sie was brauchen, weil ich eben auch der Meinung bin, manchmal braucht man besonders für so Feasibility Studies die absolut neugiergetriebene Forschung und noch nicht dieses vorgegebene Raster mit Milestone und Deliverables und Reports und so. Also je nachdem, wie weit die Forschung ist und wo es hingeht und wer es macht, ist es von verschiedensten Seiten finanziert und gefördert. Okay, also eine Vielfalt. Eine Vielfalt, genau. Förderung, Industriezusammenarbeit, aber ja, auch ganz freie Forschung. Ja. Gibt es im Internet noch eine Frage? Nein. Noch nicht? Okay. Dann würde ich gerne ganz zum Schluss die letzten Minuten nochmal, die ganze Reihe Wissenschaft für Jedermann wird ja von der Katholischen Akademie und dem Deutschen Museum zusammen gemacht. Und Sie haben sich in verschiedenen Interviews immer auch zu Ihrem Glauben geäußert als Inspirationsquelle. Die Vatican News hat dazu auch eine große Nachricht gebracht, Physikerin des Jahres, Wissenschaftlerin des Jahres ist gläubige Christin. Meine Frage, ist es für Sie jetzt eher Privatsache oder verbinden Sie das auch mit Ihrer Forschung? Sie haben ja eben gesprochen über die verschiedenen Arten des Wissens, die Zuordnung, die Begeisterung für die Natur. Was ist die Natur für Sie als Schöpfung? Was ist das, was hat der Glaube für einen Mehrwert und wie verbinden Sie das mit Ihrer Forschung? Positiv oder vielleicht gibt es auch Konflikte? Also ich sehe persönlich keine Konflikte. Also bei mir ist es so, je genauer ich in naturwissenschaftliche Phänomene reinschaue, je genauer ich mir die Zelle anschaue oder eine Pflanze, desto größer wird das Staunen und die Freude und die Ehrfurcht. Und das ist nicht so, dass je größer das naturwissenschaftliche Verstehen ist, desto kleiner wird der Glaube, sondern ich glaube, beides wächst gemeinsam und parallel und kann auch sehr schön
miteinander existieren. Was bei mir noch ist, ist diese große Freude und diese große Ehrfurcht vor dieser Schönheit. Also Albert Schweitzer hat ja von der Ehrfurcht vor dem Leben gesprochen und ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal das gelesen habe, ist für mich eine Sonne aufgegangen. Und als ich Laudato Si gelesen habe, auf jeder Seite habe ich mich wieder gefreut und es war wunderschön. Und ich denke, es sind keine zwei konkurrierenden Einheiten, sondern man kann sie sehr gut in Kombination leben. Und ich sehe mich auch als Beispiel dafür, wie man als gläubiger Mensch in der Physik, in der Naturwissenschaft arbeiten kann. Da gibt es wirklich einen Nachholbedarf, auch naturwissenschaftliches Denken und theologisches Denken auch wieder auf dem Niveau des heutigen Anspruchs auch von kritischem Denken zusammenzuführen. Ja, zum Schluss bleibt mir Ihnen nochmal ganz herzlich zu danken. Zunächst für Ihren Vortrag, Ihnen beiden auch, Friedbach, Ines, Baczynski, dass Sie mitgekommen sind, dass Sie die Fragen gestellt haben, dass Sie auch den Zuhörern noch was gereicht haben. Das Tempelgeld, das denke ich, hat den Vortrag nochmal sehr lebendig gemacht. Vielen Dank. Ich werde in Erinnerung behalten, auch Ihre Schilderung, die Begeisterung schon mit 5 Jahren eine Ahnung zu bekommen, zu haben, was die Samen bedeutet, also die Begeisterung für Naturforschung. Und ich glaube, das strahlt durchaus aus beim Zuhören, jedenfalls auf mich. Vielen Dank für das Zuhören, für die Geduld beim Zuhören, auch denjenigen, die zu Hause am Bildschirm zugehört haben. Und ich möchte zum Schluss noch ankündigen, die nächste Veranstaltung in der Reihe Wissenschaft für Jedermann findet am 16. Februar auch um 19 Uhr statt. Wie kocht man einen Neutronenstern? Von Frau Professor Lara Fabietti. Also auch dazu eine ganz herzliche Einladung. Nähere Informationen finden Sie auch im Internet. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut nach Hause. Und nehmen Sie etwas mit von dieser Begeisterung der Naturforschung, die wir heute gehört haben.